Namen dir Seelen, die ziellos im Nebel umherwandern. Willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Das hat folgende Ursachen. Erstmal habe ich halt viel gesucht. Und das Hauptproblem war allerdings, dass ja, meine Aufnahme einfach sich komplett zerstört hat. Sie war nicht zu retten. Das Programm hat sich aufgehangen. Echt ärgerlich. Es ist aber extrem zu viel zum Nachspielen so. Ich kann euch aber so viel sagen. Wir sollten ja eine Jukebox, die Platte reparieren. Ich glaube, soweit hatten wir das ja im ersten Teil. Und die Platte konnte ich zusammenkleben. Mit Kleber und die beiden Teile habe ich gefunden. Und wir konnten die Jukebox aber nicht abspielen, weil Taste 2 gefehlt hat. Ja. Storytechnisch habt ihr jetzt noch wirklich nichts verpasst. Außer, dass ich jetzt in dieses Loch gegriffen habe und hier Taste 2 rausgezogen habe. Die der Typ, der die Platte zerschlagen hat, irgendwie mit nach Hause genommen hat in sein Apartment Nummer 9. Das war hier ein so ein großes Dungeon. Da musste ich mich jetzt so ein bisschen... Also es hat echt Spaß gemacht. Dass, auch wenn man immer nur irgendwo Schlüssel sucht und irgendwo durchkriechen muss und gucken, wie man weiterkommt. Und hier konnte man halt auch nicht normal hochlaufen, da musste man sich wieder durch, weil hier ein Loch in der Treppe ist, musste man sich einen anderen Weg suchen. So, jetzt haben wir Taste 2. Wir müssen jetzt zurück zu Nellys Bar. Es tut mir wirklich leid, ich find's so ärgerlich, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ich meine, nichts ist fehlerfrei so, aber... Da ist man hinterher dann doch schon so ein bisschen angepisst. So. Nellys Bar. Einfach. Einfach nur hier die Straße hoch. Ja, ansonsten habe ich halt immer nur Notizen gefunden, die in diese Richtung gewiesen haben. Was mit dem Typen da oben zu tun hatte. Und ich hatte auch Notizen von dem Tastenfeld am Supermarkt. Aber dadurch, das hat sich noch nicht so hundertprozentig ergeben. Da bleiben noch zu viele Kombinationen offen. Im Burgerland habe ich noch ein bisschen Medizin gefunden. Und hier liegt ein Foto drin. Ich war glücklich. So, da ist eine kleine 6 drauf. Weiß ich auch nicht, ob das letztendlich mit dem Zahlencode nachher zusammenhängt. Beim Supermarkt. So, jetzt geht's. Scheiße. Guck mal, das kann man auch nochmal extra lesen. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Ja, gut gelöst. Und dann war nämlich in dem Plattenladen, wo die andere Hälfte der Platte lag. Ich weiß halt nicht, was wir gespielt hatten. Ne? Da war ja dieses Poster, wo es hieß, Musik erweckt ja manchmal so alte Erinnerungen, von denen du dachtest, sie sind verloren oder von denen du gar nicht mehr wusstest, dass sie existieren. So, jetzt fügen wir hier mal Taste 2 ein. Dann wählen wir Kategorie C aus. Und dann Song 2.
park on the lake. We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. So, wie auch immer, aber so bekommt man hier den Barschlüssel. Ich habe das Ende jetzt natürlich schon gespielt, hier das Stückchen noch. Hier ist wieder die Rede von dem Typen. Mein Gott, ey. Hier ist wieder die Rede von dem Typen, der die Schallplatte und die Jukebox beschädigt hat. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Auto wollte ich ihn nicht fahren lassen, also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh nochmal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, er ist der Türkisgrüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 endet. Türkisfarben. Okay. Ja, das haben sie schon cool gemacht, hier so diese kleinen Rätsel. Das ist schon sehr angenehm bis jetzt. Also ich bin der Meinung, das ist hier eine 06, aber der ist ja nicht türkisfarben, ja? Also da musst du schon eine krasse Sehschwäche haben. So, ohne Strin. Kleinen ekligen. Hier ist 02. Gozo's Sushi. Muss er denn irgendwo hier in der Gasse stehen? So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Dadurch, dass wir durch die Bar den Hinterausgang, guck mal, da sind wir hier in dem Carré jetzt drin gelandet. Vielleicht komme ich ja doch noch ins Restaurant? Hm, okay. Mal gucken. Sechs. Naja, vielleicht haben sie sich da mit der Farbe vertan oder was? Ich denke mal, das sieht nur jetzt so gut aus mit unserer Lebensenergie. Mit unseren Heilmitteln. Als ob man da immer so ein bisschen auf was vorbereitet wird, hat man das Gefühl. Aber ich habe jetzt auch versucht, Begegnungen natürlich zu vermeiden. Das ist ja hier auch nichts, ne? Okay. So, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur die Tür hier.
Ach, guck mal hier. Da ist es Türkis. Das ist 06. Ist auch so viel Masse hier. Ist das ein Taschenmesser? Mein Zustand ist schlecht. Medizin. Ich gönn mir mal gleich noch einen. Denn jetzt ab hier. Ist abgeschlossen. Das Tastenfeld ist halt noch offen. Ich habe ihn wieder gesehen. Zumindest glaube ich das. Er meinte, er hätte mich nicht bemerkt. Ich weiß einfach nicht mehr. Ich bin so müde. Ich finde sie nicht. Naja, egal. Schon wieder dieses Kratzgeräusch. Okay. Hey, wenn du mit diesem Haufen hier aufsehrt. Oh, die Mucke geht mir echt irre auf den Sack. Alter Herr. Musik ist wichtig, ne? Aber... die da ja nicht. Ich verstehe das hier nicht. Er kann doch... wegmachen. Thank you.
Hier irgendwas zu sehen? Die haben nicht so richtig Bock, ne? Die wissen auch, dass die bis so eine rumkriechende Schlüpper sind. Keine Assi. Ja, wo sind wir? Ich weiß nicht, ob ich die Straße jetzt weiter muss und dann nach rechts irgendwie, um da ranzukommen. Bin mir ziemlich sicher, dass da Woodside drauf stand. Aber da musste doch irgendwo hier sein. Ah, guck mal hier. Texan Café. Treffen wir uns dort. Das war auch in irgendeiner Notiz. Der meinte halt nur noch einen kurzen Stopp an diesem in Texas. Was ist jetzt? Zu viele Leute hier. Eine Eins. Was ist das? Ich soll da nicht durchgehen. Ich weiß nicht mal warum. Ich will es einfach nicht. Sie stinken nicht, aber sie sehen so aus. Sie riechen nach gar nichts. Oh! Brecke! Oh! Abschaum! Na gut, dann lass uns erstmal in den Apartments. Oh. Okay. Haben wir schon mal alles richtig gemacht, wenn das so aufhört, die Musik. Oh Gott. Oh, hier darf ich keine Karte aufrufen. Ja, ist jetzt die Frage, ob die Fotos, die sammeln mit den Zahlen, die Kombination für den Markt ergeben.
Ja, hier, jetzt haben wir eine Karte für die Umgebung. Da hat er schon gekritzelt, da haben wir gerade gegengedrückt. Bei 103. Rosewater Park. Aber man kommt durch diese Apartments in den Park, von dem er gesprochen hat. Okay. In Ordnung. Ja, hier kann man mal speichern. Oh. Ich durfte schon ewig den Schrank mehr aufmachen. Hier ist aber sehr exakt hier. Nochmal 3 Schuss Pistolenkugeln. 2 Schuss hatte ich ja in dem Polizeiauto gefunden. Schloss. Drei glänzende Münzen, 5 Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie, singt vor sich hin. Der Wind erweht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümlein voller Entzücken. Und dann kam der Mann, so edel und schmal, mit goldenen Augen im Mondlicht aschfahl. Okay. Ja, über die Knoten noch haben wir ja keine Objekte dafür. Schön die Kippenstummel darin geschmissen. Ah. So. Ja. Das hat mich jetzt auch gewundert. So, da ging es nicht lang, da ging es nicht lang. Auch einladend aus hier. Sehr geehrte Anwohnerin, bezüglich Ihrer Beschwerde über die Schüsse aus Apartment 217 haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert, dass er keine Schusswaffen besitzt. Er war sehr kooperativ und gewährte uns Zugang zum Apartment. Er hatte recht, denn wir haben keine Waffen und auch keine Spuren von Waffengebrauch gefunden. Sollten die Geräusche andauern, informieren Sie bitte den Hausmeister. Mit freundlichen Grüßen, die Verwaltung der Woodside Apartments. Dann hat er das Ding da vermutlich sehr gut versteckt und das ist der Hinweis für uns, da eine Waffe zu finden. Das ist die Frage, was man denn da in seinem Apartment rumballert, ja? Hello? Is anyone there? Das ist er. Die Tür, die er liebt. Schlüssel? Wir müssen erst den Hausmeister finden. Schmande hier. Komm. Achso.
Oh. Die Mannequins. Kann man euch verdreschen? Okay. Schimmert das hier so rot? Oh, geil! Wir kriegen ihn. Das ist cool. Ja. Oh! Kleine. Aus Beinen. Scheiße. Ist da eine Knarre? Guck mal, liegt da irgendwo mit einem Schaft drin. Ah, ne, Schlüssel. Müllschacht. Oh, Schlüssel. Die ist groß. Das hatte doch seine Frau an, ne? In der kurzen Sequenz. Ah, doch, das ist cool. Endlich Licht. Was soll ich denn? 201. Okay. Schlüssel für den Müllschacht. Ist ja kein Müllschacht hier, ne? Wer jetzt oben noch was finden? Hoch das geht. Ah, hier ist Schluss, okay. Aber Erkundung hat sich wieder ein bisschen gelohnt. Muss ja aufpassen, ne? Also wenn man hier so sieht, wie lange die Sachen verfallen sein müssen, dass dann hier so eine Holztreppe vielleicht auch mal Feierabend macht frühzeitig. So, da kommen wir, da haben wir die Schlüssel geholt, ne? Apartment. Ja, was denn der Müllschacht? Bin ich bescheuert? Ich glaube, Hofschlüssel wäre einfach völlig ausreichend gewesen. Ein Schacht ist ja. Warnung, Müllschacht, außer Betrieb. Bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Es gibt ein Problem mit dem Müllschacht. Da gehst du dann ganz oben hin und hämmerst dein Zeug einfach hin. Das ist wie so eine Schuttrutsche. Hä?
Wie sie denn die Bügel runterklappen. Mord an der Locaine-Geschwistern. Täter begeht Selbstmord in Haft. Walter Sullivan, der Täter des jüngsten Mordfalls, wurde tot aufgefunden, nachdem er sich am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle das Leben genommen hatte. Laut Polizeibericht wurde Sullivan tot durch Blutverlust verursacht. Er hatte sich die Halsschlagader mit einem Suppenlöffel durchtrennt, der 2 Zentimeter tief in seinem Hals steckte. Sullivan wurde am 18. des Monats wegen des brutalen Mordes an Biddy und Miriam Locaine festgenommen. Ein ehemaliger Schulkamerad von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River nahm den mutmaßlichen Täter nicht als Kindermörder wahr, gab jedoch zu, dass Sullivan kurz vor seiner Verhaftung unter schwerer Paranoia gelitten habe. Er plapperte allerlei seltsames Zeug vor sich hin, wie: Er versucht mich umzubringen, er versucht mich zu bestrafen, das Monster, der rote Teufel, vergib mir. Ich habe es getan, aber das war nicht ich. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, war er wohl irgendwie verrückt, erinnert sich der Schulkamerad. Ja, guck mal, Schränke gehen auch hier oben. Oh, ja. Oh. Ich hatz. Für nichts. Aber irgendwas muss er hier sein. Ich finde das mit den Einrichtungen und so, das sieht echt cool. Es ist wirklich cool. Oh, jetzt hat er es. Dann ist es im Badezimmer. Oder im Schrank. Es lauert im Wäschekorb. Komm raus da. Komm, du bist hier drin. Der wollte mich beißen. Die beißen doch zu. Schweine. Das ist schön geil. Ach, guck mal unter den Tisch. Das wäre assi. Den müssen wir erstmal aufmischen hier. Ist doof, dass man die nicht schon vorher. Besser. Einfach besser. Was reflektiert? War eigentlich vorhin noch irgendwas mit. Ach, waren die Schubladen, ja? Entschuldigt.
Scheinen alle hier so ein bisschen bewaffnet gewesen zu sein. Hm. Wie riesig das jetzt hier sein muss. Scheint irgendwie den ganzen Schlüsseln und... Guck mal, hier steckt einer. Dann sind wir hier. Ah, okay. Komm. Ja. Hey! Oh. Wait! Weiter noch auf die Hand zu treten. Die war vorher zu, ne? Zweiter Flur. Einsame Blumen. Und Robert Schumann. Zwei Hasis getrennt voneinander. Huh. Quite the artist. Whoa. Es ist aber auch. Ist, glaube ich, immer nicht so geil, wenn du so einen Schrank vor dir hast an dem Bettende, ja. Würde ich jetzt nicht so richtig feiern. Okay, also wir haben den Schlüssel für den zweiten Flur. Ich lass den erstmal machen. Suchen. Griff mit goldenem Apfel. Kannst du aber echt nicht viel mehr tun. Erdsteife Handgelenke, der Jute. Hat die Hand fallen lassen. Okay. Hochzeitskleid. Das ist ein richtig schöner alter Föhn.
Sag ich, in irgendeiner Badewanne ist was. Irgendwann ist in einer Badewanne was. Jetzt ballert hier gleich. Ah, ja, oder? Die Tür ist einfach offen. Oh, ich wollte was. Schabe irgendwo. Das ist nur Ranzkäfer. An der Wand! Oh, ist ja cool, ey. Bitte bring das zu Mrs. Millie in die 102. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um sie. Sie ist seit Tagen dort eingefercht mit seinen ganzen Habseligkeiten. Sie will sie nicht mal wegräumen und wehe, wenn man versucht, was anzufassen. Es bricht mir das Herz, wenn ich nur daran denke. Ja, los, komm, wir gönnen dir eine Flasche. Wir haben ja ein bisschen was. So. Die werden ja jetzt trotzdem nicht aufgehen. Auch in den zweiten Flur. Ist so bitter, dass man hier... Ach doch, man kann hier speichern, Leute. Dann machen wir hier ein Päuschen. Ach, guck mal, das ist auch aufgegangen. Ach, krass. Okay. Gut, wir machen hier ein Päuschen. Ich speichere hier und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2 wieder. Ich bedanke mich, dass ihr bis hier dabei wart. Lasst einen Kommentar da, ob es euch gefällt und entschuldigt immer noch bitte das mit dem Aufnahmeproblem. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Schönen Abend, haut rein.